Wir zeigen euch heute in einer kontrollierten Umgebung mit Störlicht, was passiert mit dem Bild bei einem Laser-TV mit verschiedenen Leinwänden. CLR gegen Softfresnel. Wichtig für so einen Vergleich ist natürlich der kontrollierte Aufbau. Das bedeutet, wir haben ein HiSilk PL1, neues Gerät inklusive Dolby Vision und allem. Wir haben eine Daylight Screen, eine Softfresnel hier aufgebaut. Wir haben zwei identische Scheinwerfer als Störlicht, als Sonnenersatz. Und wir haben noch einen mobilen Scheinwerfer, um ein bisschen Sonne zu spielen. Das ist der grundsätzliche Aufbau hier. Und wir wollen einfach mal zeigen, wie diese Fresnel wirklich wirkt. Zusätzlich einfach mal im Vergleich zu einer CLR-Leinwand, was erhaltet ihr wirklich? So, also wir machen jetzt mal die linke Sonne an. Jetzt machen wir noch die rechte Sonne an. Man sieht, dass das Bild bleibt. Und jetzt werden wir ganz gemein, nehmen die Taschensonne und hauen von oben auch noch Licht drauf. Und ihr seht, das Bild ist immer noch guckbar. Ja, man hat Verluste, aber es funktioniert. So, die Kamera wandert jetzt einmal von links nach rechts und zurück, um einfach mal zu zeigen, wie groß ist der Hotspot wirklich im Abstand von 2 Metern. Ja, es gibt einen, aber mehr ist es nicht als das, was ihr gerade seht. So, für dunklere Räume empfehlen wir immer eine CLR-Leinwand. Warum? Weil das Schwarz bei der CLR-Leinwand ein bisschen besser ist und somit das Ganze nochmal ja, als kontrastreicher wahrgenommen wird. Wenn man jetzt mal hingeht und hier das gleiche macht wie drüben und die linke Sonne anmacht, so wie die rechte Sonne anmacht, ja, wenn ich den Knopf finde, zack, dann sieht man, dass das Bild deutlich blasser wird, weil wir keinen Seitenlichtblock haben. Man kann immer noch was sehen, aber es ist halt deutlich blasser als bei einer Fresnel. Um es kurz zu machen, im dunklen Raum hat meistens die CLR-Leinwand einen Vorteil oder im abgedunkelten Raum. Je heller der Raum wird, desto größer wird der Unterschied drüben bei der Fresnel-Leinwand. Wenn man jetzt das Licht ausmacht und mit der Kamera von links nach rechts rüber geht, fällt auf, dass hier keinerlei Hotspot ist und das Bild absolut gleich bleibt, egal welcher Blickwinkel. Ja, das war natürlich jetzt ein bisschen extrem und ein bisschen gemein, aber wir wollten ja jetzt auch wirklich mal Störlicht haben. Na, ich weiß auch, dass keiner einen Scheinwerfer zu Hause hat. Und ich weiß auch, dass man die noch anders aufdrehen kann. Nur einmal, damit ihr es seht. Die stehen in der Mitteleinstellung. Man kann das Ganze noch mal etwas höher stellen. Man kann es auch noch mal niedriger stellen. Wir haben bei beiden Scheinwerfern die Mitteleinstellung genommen. Sonst käme die Frage. Kommt gerne vorbei, guckt euch das Ganze live an. Wir haben auch unsere Taschensonne immer dabei und können alles simulieren, was ihr haben wollt.